herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um eine Schattenmeditation. Also genauer gesagt darum, eigene, nicht vorteilhafte, ich möchte jetzt nicht sagen negative Verhaltensmuster bei sich selber aufzuspüren und zu lösen. Ob das jetzt in einem sozialen Zusammenhang ist, ob das körperlich was ist, Ernährungsthemen sind oder ein gewisser Stress, den man sich selber immer wieder aufbaut. Wir schauen heute, dass wir möglichst breit durch diese Schattenlande ziehen und diese auch lösen. Denn mit der Bewusstwerdung im ersten Schritt ist schon einmal ein guter Teil der Lösung geschehen. Und also zuerst geht es mal um Schatten, sich selber bewusst machen und dann ums Lösen. Und dann, wenn die gelöst sind, neue positive Muster, neue freie Energie dorthin zu setzen. Das ist eigentlich so wie bei jedem Vorgang der energetischen Arbeit. Also man hat ein Muster, man muss es sich bewusst machen, man nimmt es wahr, verändert es, löst es und dann setzt man neue, frische Energie rein. Ungefähr so ist es. Oder es wird wieder Energie frei im Energiefeld. Es kommt dann immer darauf an, was man dann genau macht. Ja, dann starten wir mal mit dieser Schattenarbeit, mit dieser Meditation. Schließ mal deine Augen und setz oder leg dich ganz entspannt hin. Und atme mal tief ein und wieder aus und noch zweimal tief einatmen und wieder ausatmen. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Um deinen Kopf beginnt sich ein violettes Licht zu sammeln. Du kannst dir das wie eine violette Mütze vorstellen, die du dir aufsetzt. Und dieses violette Licht, diese violette Energie löst Manipulationsenergien und Selbstboykott. Manipulationsenergien und Selbstboykott. Und diese transformierende violette Energie fließt jetzt um deinen Kopf in dein Bewusstsein ein. Konzentriere dich auf deinen Kopf, auf deine Stirn. Und spüre, wie diese Energie, das Lösen von Manipulationsenergien in dich einfließt, deinen Kopf erfüllt, in deinen Nacken hinunter, deine Schultern. In deinen Körper, Brustraum, Bauchraum, Becken und Füße. Dein gesamtes System wird nun von diesem violetten Licht durchflutet. Und es reinigt dich auch gleichzeitig. Dieses Licht ist die Energie, die es dir ermöglicht, ganz neutral und unvoreingenommen auf deine Schatten zu blicken.
Neutral und unvoreingenommen sind die Begriffe, um die es jetzt geht. Ich trete mir selbst neutral und unvoreingenommen gegenüber, voller Verständnis, und ich bin bereit, mir selbst zu begegnen. Ich bin bereit, mir selbst zu begegnen. Und in dieser Bereitschaft erfüllt dich jetzt ein grünes, heilendes Licht. Tröstet dich und spendet dir Sicherheit und Rückhalt. Und du erlaubst dir nun, diese Heilung anzunehmen und diese Heilung in jeder Faser deines Daseins zuzulassen. Du erlaubst dir, diese Heilung anzunehmen und in jeder Faser deines Daseins zuzulassen. Dieses heilende Licht entfernt nun Schamgefühle. Schamgefühle sind Schatten, die du in dir trägst, die dich daran hindern, dich in deinem wahren Licht, in deinem wahren Potenzial wahrzunehmen. Und diese Schamgefühle werden nun ganz sanft von dir gelöst. In welchen Aspekten, in welcher Hinsicht verhältst du dich unbewusst oder gar zerstörerisch dir gegenüber? Vielleicht gewissen Menschen gegenüber, vielleicht dir selbst gegenüber, vielleicht sind das irgendwelche Angewohnheiten körperlicher Natur oder psychischer Natur. Die dich von deinem innersten Potenzial, deiner innersten Lebensfreude und Leichtigkeit abhalten, die dich von deiner Mitte abbringen, geh jetzt einfach mal in dich und vielleicht tauchen ja gewisse Bilder, gewisse Gefühle in dir auf. Auf welcher Ebene du dich selber blockierst oder boykottierst. Achte vor allem bei diesem Selbstboykott darauf, welche Ängste du in dir trägst.
Denn all diese können jetzt bearbeitet und gelöst werden. Ich bin heute hier, um mir meiner Schatten bewusst zu werden und mich diesen zu konfrontieren. Nicht um dagegen anzukämpfen, sondern um sie wahrzunehmen. Ich bin hierher gekommen, um meine Schatten wahrzunehmen, damit diese, soweit es von oben erlaubt ist, heute gelöst werden können. Und du spürst jetzt, wie heilsame Energie in dich einfließt. Und vor allem um dein Nabelchakra, den Sitz deines Unterbewusstseins herum, kommt ganz viel Hingabe, Liebe, das Lösen der Vergangenheit, die Erlösung von der Vergangenheit, bedingungslose Liebe, Verständnis und liebevolles Annehmen. Diese Frequenzen fließen jetzt in dich ein. Und nun erlaube dir, einen der größten Fallen unserer Zeit bei dir zu lösen. Und das ist der Gedanke, ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit oder es geht sich etwas bei mir nicht aus. Die künstliche Verknappung der Zeit. Und setze diese Verknappung der Zeit jetzt genau in das Licht, das Bewusstsein, dass du alle Zeit der Welt hast. Ich habe alle Zeit der Welt, die ich benötige. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau die Zeit, die ich benötige. Und du spürst, wie Stress und Druck von dir abfließen. Und nun darf sich auch Desinteresse bei dir lösen, nämlich Desinteresse an den für dich wesentlichen Dingen. Ich bitte nun um Interesse, um Neugier, um Lebenslust und Lebensfreude. Atme jetzt tief ein und wieder aus und nimm wahr, wie auch diese Energie durch dich hindurchfließt, in dich einfließt.
Das interessiert sein. Das sich Zeit nehmen können. Und nun bitte darum, dass sich alle Anteile bei dir transformieren, die das Leben ablehnen, die dem Leben negativ gegenüber eingestellt sind, die überlastet sind. All diese Anteile dürfen jetzt Trost und Heilung finden, Stabilität und Regeneration. Trost, Heilung, Stabilität und Regeneration. Hiermit löst sich jeglicher Leidensdruck und du spürst in dir eine neue Stabilität. Dein Körper beginnt auf allen Ebenen zu heilen. Denn es ist jetzt genug Kraft, genug Stabilität in ihm. Und nun, nachdem die erschöpften Anteile transformiert wurden, darf nun zuletzt sich die Wut, alle Anteile, die wütend sind, die bitter sind, die schimpfen in dir, all diese Anteile werden jetzt ins Licht deines Bewusstseins gestellt. Und dürfen transformiert werden aus der Wut, wird Stabilität und Kraft, Geborgenheit und Urvertrauen. Und du spürst, dass es nichts gibt, gegen das du ankämpfen musst, sondern dass du die Herrin, der Herr des Lebens bist. Und ganz selbstverständlich dein Leben auf eine positive und bejahende Art und Weise für dich lenkst. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube den Heilfrequenzen, die jetzt in deine Verwicklungen und deine Schatten eingeflossen sind, diese gelöst und transformiert haben, sich zu setzen, sodass sich diese neu gewonnenen Energien harmonisch einordnen.
Und dieses Einordnen wird begleitet von einem strahlenden weißen Licht, das von deinem Kopf über deinen Hals, Brustraum, Bauchraum, Becken, Knie und Füße in die Erde fließt. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und fahr ruhig noch mit deinen Händen wirklich vom Kopf, deinen Körper entlang bis runter zu den Beinen, zu den Füßen, sodass du spürst, dass sich dieses Licht manifestiert. Du fühlst dich klar, regeneriert und energetisch gestärkt. Du bedankst dich bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung während dieser Reise. Du spürst, dass du keine Angst vor deinen Schatten haben musst, dass du klar und erwachsen mit dir in deiner Gesamtheit umgehen kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Beweg deine Arme und Beine, streck dich durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst diese Reise natürlich wiederholen und immer wieder machen und vielleicht kommen dir auch andere Farben, andere Frequenzen und du wirst merken, dass dir auch andere Dinge einfallen, je öfter du diese Reise machst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich wünsche dir eine gute Zeit, ein tolles Jahr und bis bald. Tschüss.